Alles klar, dann brauchen wir. Was ist das nochmal? Glattes Leder. Jetzt müssen wir schauen, welches glattes Leder hat. Hirsch. Ja, ich warte mal, bis der Pole auch geheilt ist. Wie lange dauert das? Er ist gleich soweit. Nee. Wenn wir machen, wenn dann das hier. Okay, wo sind die jetzt? Hier. Hey, ich glaube, die haben Fell. Moment. Glattes Leder. Nee, okay, passt. Dann passt es auch. Eins. Machen wir noch weiter. Geht mal zurück. Hat er es überlebt? Ja, er wird eh sterben. Soll ihn heilen. Und der soll Polo heilen. Wir haben nur noch zwei Heilpflanzen. Wir müssen wieder mal ernten gehen. Ernten. Die sind noch nicht groß genug. Toll. Super Planung. Okay, die wachsen echt langsam. Ja, du solltest lieber schlafen gehen. So, das ist der Trick, wie man ihn zum Schlafen zwingt. Wie lange geht denn das? Boah, wir haben ja minus 9 Grad gerade eben gehabt. Achso, das steigt in. Im freien F. Okay. Nee, man was anderes. Aufgaben dreimal. Dann wird jedes Tier 16 einbringen. Zum Moment kann er das auch mal. Ah, scheiße, das war schlechter drin. 0, 1. Okay, dann machen wir so. Einmal gut. Essen haben wir jetzt auf jeden Fall genug. Er hat jetzt alles abgeschlachtet. Ich hätte zwei Tiere auf einmal getragen. So, nee, ich habe mal keine Erlaubnis deswegen.
Kann er ja nicht, egal. So, weil ich glaube ich zwei auf einmal ausgewählt habe. Jetzt haben wir Winter. Auf den Boden legen. So. So, jetzt hat er zumindest eine Hose. Wie viel Fell haben wir? Oh, das ist ja ausreichend. Ja, der hat gar nicht so viel verwendet. Komisch. Hose haben wir. Dann brauchen wir ein T-Shirt. Was noch? Staubmantel oder Jacke? Jacke, genau. Ja, und eine Jacke. Ja, es wird nicht für beides reichen. So, jetzt hat er zumindest die Klamotten. So, jetzt kannst du schlafen. Du mach das Kotze weg, hey, bevor du schläfst. Oh, das ist abgefackelt. Brand ausgelöst hat, haben wir auch mitbekommen. So, jetzt ist gleich Pittman auch für uns bereit mitzumachen. Stimmung. Einmal jetzt da bauen, tun wir auf 1. Warte. Kommt drauf an, wie weit wir hier sind. Ne, noch 27 Blöcke. Ja, gleich sind die Mauern auch fertig. Und wenn die Mauern fertig sind, kümmert er sich um das Dach. Und wenn das Dach fertig ist, dann werden die Sachen, die drin sind, zumindest nicht zerstört wegen Verrottung. Okay, schauen wir mal. Ja, das wird jetzt nicht mehr verrottet. Ah, Pitman ist endlich soweit. Gefangene nicht mehr, Besitzer wählen. Pitman. So. Dann stellen wir mal alles wieder ein. Hilfsarbeit verrichtet Aufgaben, die keine Expertise erfordern. Sie kümmern sich zum Beispiel darum, Gefangene freizulassen oder Schalter umzulegen. Machen wir auf 2. Aufseher ist das 7. Dann machen wir die beiden als Aufseher. Tierpflege.
4. Hier, ja, lassen wir beides auf 3. Wochen soll er übernehmen. Jagen ist ja genauso gut wie wir, also machen wir das auch so. Bauen ist ja 1, der war auch mal 1, glaube ich zumindest. Oder war er höher, keine Ahnung. Also machen wir auf 3. Feldarbeit auf 4, da machen wir auf 3. Bergbau machen wir auf 1. Waldarbeit auf 4. Schmieden, ich glaube, das ist der Beste im Schmieden, oder? Ne, wir sind der Beste. Ja, genau, wir sind der Beste. Da sollte er 2 haben. Schneiden auf 3, ne, auf 4. Der sollte halt gar nichts schneiden. Kunst, das ist im Kunst gut. Dann machen wir hier auf 2. Ne, hab mich verklickt. So. Handwerk. Auch auf 1. Transport macht er nicht. Forschung ist ja 0. Machen wir auf 4. Beispielsweise, das löschen wir am besten die Befehle. Neuer Rekrut, Pittman. Sehr gut. Ja gut, während wir schlafen, kann er ja weitermachen. Böden. Granit. So. Nahrung haben wir genug. Ja, das reicht auf jeden Fall aus, bis die ausgewachsen sind. Schlecht, aber egal. Nehmen wir trotzdem. So, mal kurz. Der hat sich nicht. Also, der hat keine Waffe. Der soll das kurz nehmen. Mal schauen, wie gut er in was ist. Okay, er ist im Kämpfen sehr schlecht. Wir sind stark im Nahkampf. Nee, das war ja der Kollege. Wir sind selber eh stark im Nahkampf. Okay. Gegen hart wieder Tiere erledigen, damit wir Klamotten haben. Damit sollte das Lager fertig werden. Und eventuell brauchen wir auch noch die Produktionsstätte. Und wir bräuchten auch noch ein weiteres Zimmer. Hier oder hier. Damit wir Gefangene wieder machen können. Aber es ist nicht so schlimm. Falls wir einen Gefangenen machen, dann baue ich einfach hier ein Bett. Und weiß das als Gefangene dann. Dann schläft hier zum Beispiel Pittman und der Gefangene ist dann hier. Danach können wir die Mauern erst bauen. Also das Zimmer hat nicht Vorrang. Produktionsstätte würde ich jetzt auch nicht als vorrangig bezeichnen. Ich glaube, das geht ja nicht kaputt, oder? Nee. Also braucht man das auch nicht. Langsam brauchen wir mal Forschungsstation. Und ja, auf wie halt Klamotten jetzt zur Zeit brauchen, weiß ich gar nicht. Weil es ist 10 Grad im Freien, 9. Mal schauen, wie kalt es wird über abends. Wenn es Minusgrad ist, dann sollten wir schon Kleidung bauen. Außer es ist halt minus 1 oder minus 2. Dann braucht man das nicht unbedingt. Also 0 ist es 5 Grad. Warme Kleidung bin ich. Okay, bei 5 Grad braucht man schon warme Kleidung. Ja, ja, braucht man nicht unbedingt. Weil abends schlafen wir und da ist es warm genug wegen unserer Heizung. Und tagsüber ist es schon warm genug, da brauchen wir auch keine warme Kleidung.
Haben wir das eigentlich? Ja, das Lager haben wir schon gelöscht. Gut, dass wir das gemacht haben. Eine Sache müssen wir noch machen. Transport ist ja schon eins, dann bauen zwei. So, jetzt wird ja alles langsam dort reintragen. Genau. Das hatte ich vor, dass er das hier reinträgt, damit die nicht kaputt gehen. Ich glaube, Stein geht eh nicht kaputt. Das auf jeden Fall. Ne, doch nicht. Ja, der geht auch nicht kaputt. Okay, die Sachen gehen eh nicht kaputt, aber egal. Oder trotzdem langsam reinlagern. Das Vorratslager ist zwar groß, aber es reicht gerade mal so, denke ich. Weil später werden wir, sagen wir mal, 12 Einbewohner haben. Dann wird das Land voll sein. So, das ist neidisch, ne? Dann sollten wir. Kann man ja nicht verlagern. Wie blöd. Produktion, Schlachtbank, Arbeitsplatz. So. Jetzt bist du bestimmt nicht mehr eifersüchtig, bist du da. Wann geht das weg? Jetzt müsste es gleich weggehen. Naja, später auf jeden Fall. So, Marco, du machst Handwerk bis als zweites. Bauen als erstes, genau. Ich weiß gar nicht, ob die Granitblöcke reichen. Wie viel haben wir denn? 150. Reicht das für das alles? Ja, wird reichen. Ah ne, das Marmor, ja. Okay, das hat nicht gereicht. Also, was sagen wir? 10 sind 20. Ja, dann brauchen wir 3 Stück noch. Das nicht nach unten verschieben. Doch hier. Dann machen wir, wenn wir 100 haben, keine Ahnung, 100 sind wie viel? 4. Dann sollten wir noch 10 Marmor machen. Oh, das ist ja voll gut ausgerüstet. Oh, das ist auch nur ein starker. Hart arbeitend, blutrünstig. Außerdem bekommt einen Kick, wenn sie jemanden verletzt. Außerdem, sie stört sie nie. Sich nicht an Anblick von Blut und Tod. Die Wahrscheinlichkeit, dass hier eine Schlägerei beginnt, ist viermal so hoch wie bei anderen. Unfreundlich. Naja. Wenn sie es überlebt, dann stelle ich sie natürlich ein. Werden wir gleich sehen. Am
Probiert's jetzt mal. So, ich glaube, die hat keine Chance gegen drei Leute. Ist tot. Schade. Oh, verbieten. Arbeit? Nee, Zuweisung war das. Keine Drogen. So. So, behandeln. Ich glaube, die Granitblöcke sind schon fertig, ja. Also nochmal Blöcke. Ich hatte die Frage, ob irgendwann hier Schnee überall ist, weil ich habe das noch nie gesehen. Weil so weit habe ich nicht oft gespielt. Also beispielsweise gar nicht. Das Einzige, wo ich gespielt habe, waren vielleicht ein paar Monate. Da habe ich halt immer wieder nur anfangen müssen, weil ich hatte ein bisschen Pech. Deswegen frage ich mich, ob jetzt bald Schnee kommt. Das wäre voll witzig, wenn es so wäre. Aber natürlich wegen Überleben wäre das natürlich scheiße. Werden wir ja dann sehen, ob das so kommt oder nicht.